Was geht ab, Gamers? Heute machen wir mal Roblox-Thumbnails, weil ich dazu genötigt wurde. Aber vor dem Tutorial muss eine wichtige Sache klargestellt werden. Thumbnails machen ist ein kreativer Prozess, den man nicht einfach mit einer simplen Schritt-für-Schritt-Anleitung absolvieren kann. Man braucht ein umfassendes Verständnis der Software, die man benutzt, also in unserem Fall wäre das Roblox Studio, Blender und in meinem Fall Photoshop, vielleicht ist es bei euch GIMP, keine Ahnung. Und natürlich braucht ihr auch noch ein Verständnis von Gestaltungsgrundsätzen. Und beide Sachen lernt ihr nicht durch Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Die lernt ihr einfach nur durch ganz viel Übung, herumprobieren und vor allem versagen und neu anfangen. Heute werden wir dieses Thumbnail hier machen. Ich habe keine Ahnung, ob es gut aussehen wird, weil ich es noch nicht gemacht habe. Und ich versuche euch eine möglichst allgemeingültige Methode zum Riggen von Roblox-Charakteren zu zeigen. Je nach Charakter und ob es einen animierten Kopf hat, ob es Layered Clothing hat oder nicht, gibt es da verschiedene Dinge zu beachten und gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, es viel besser zu machen. Aber das Tutorial soll einen möglichst allgemeinen Überblick geben. Dementsprechend versuche ich, möglichst allgemeine Methoden zu zeigen. Und bevor wir in Roblox Studio anfangen, den Charakter zu exportieren, müssen wir uns natürlich erstmal darüber Gedanken machen, wie das Thumbnail aussehen soll. Und dafür solltet ihr am besten euch erstmal ein paar Skizzen machen. Mit Stift und Papier könnt ihr euch Skizzen machen. Nicht vergessen, Thumbnails müssen 16:9 Format haben. Und dann einfach gucken, wie könnte das Thumbnail für euer Video aussehen. Man sollte sich vor einem Video sowieso immer erst Gedanken machen. Passt das Thema? Ist das Thema interessant? Was für Titel verwendet ihr und wie würde der Titel mit bestimmten Thumbnail zusammenpassen? Weil wenn ihr ein tolles Video macht, aber der Titel und das Thumbnail überhaupt nicht catchy ist, wird es keiner sehen. Und für manche Videoideen ist es gar nicht mal so leicht, eine Thumbnail-Idee zu bekommen. Ich persönlich mache meine Skizzen in Illustrator. Ihr müsst Illustrator nicht verwenden. Ich encourage es auch gar nicht, Illustrator zu verwenden, weil ich bin ein Weirdo, der gerne Illustrator benutzt. Ihr müsst es auf gar keinen Fall machen. Nehmt am besten Stift und Papier, damit können die meisten am besten umgehen. Wenn ihr etwas Persönliches habt, mit dem ihr besser zeichnen könnt, nehmt das. Das habe ich gemacht. Was ich beachtet habe, sind ein paar Gestaltungsgrundsätze. Der goldene Schnitt, der Charakter ist hier links von der goldenen Schnittlinie positioniert. Das Thumbnail ist in der Höhe des goldenen Schnitts ungefähr. Und es ist wichtig zu reduzieren. Man sollte möglichst wenig auf dem Thumbnail haben, damit die Sachen, die man hat, schön groß da sein können, weil das Thumbnail ist ja sehr klein. Und wenn jemand schnell durch YouTube durchscrollt, sieht er das Thumbnail nur sehr kurz und sehr klein und muss dann sehr schnell merken, was drauf ist und gecatcht werden. Dementsprechend müssen wenig Sachen groß drauf sein, es muss deutlich erkennbar sein, worum es geht. Und dafür braucht man halt auch erstmal ein bisschen Übung, um ein Gespür dafür zu bekommen. Bei manchen geht es schneller, bei manchen geht es langsamer. Manche Leute haben auch einfach Glück und haben direkt die richtige Idee, manche brauchen sehr lange. Um dann unseren Charakter, weil wir brauchen auf jeden Fall einen Roblox-Charakter auf dem Thumbnail, animieren zu können, müssen wir ihn riggen. Und um ihn riggen zu können, brauchen wir erstmal ein 3D-Model. Das bekommen wir aus Roblox Studio. Ich starte jetzt schon mal Roblox Studio. Wenn ihr Roblox Studio nicht habt, dann müsst ihr Roblox Studio natürlich erstmal installieren. Das macht ihr auf der Roblox-Webseite. Wenn ihr hier oben auf Erstellen geht, kommt ihr auf eine Seite, auf der ihr Werbung für Roblox Studio bekommt und da steht überall installieren, installieren, installieren. Und wenn ihr das schon mal gemacht habt, dann seid ihr hier im Dashboard und könnt dann hier auf Studio herunterladen gehen oder klickt hier oben links aufs Dashboard. Falls das jetzt wieder die aktuelle Seite ist, dann geht ihr hier auf Studio herunterladen. Das Tutorial ist mal wieder so ungefähr 2 Monate vorproduziert und ich weiß nicht, was die wieder geändert haben. Es sind auf jeden Fall 3 Möglichkeiten, Roblox Studio herunterzuladen. Und wenn ihr es heruntergeladen habt, müsst ihr es installieren, öffnen und klickt dann hier bei New auf Baseplate, um eine neue Baseplate zu öffnen. In dem Tutorial geht es nicht um den Umgang mit Roblox Studio, deswegen gehen wir hier einmal quick und dirty drüber. Um euren eigenen Charakter zu exportieren, braucht ihr ihn erstmal. Die einfachste Methode ist, indem ihr einfach oben auf Home und dann auf Play geht, um einen Test zu starten. Dann könnt ihr hier oben auf Home bleiben, klickt dann auf Current Client, damit ihr zum Server wechselt. Irgendwann müsste der Charakter rein... Oh! Irgendwann müsste der Charakter reingeladen sein. Den habt ihr hier, dann drückt ihr Steuerung C, 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 C. Schön spammen, weil das beim ersten Mal irgendwie manchmal nicht akzeptiert. Dann könnt ihr es testen, indem ihr hier rechts im Explorer auf dem Workspace klickt und Steuerung Shift V drückt. Und dann habt ihr einen zweiten Charakter. Perfekt. Das bedeutet, das hat schon mal funktioniert mit dem Kopieren. Wir gehen einmal auf Stop hier oben oder auf Home und auf Stop. Und dann macht ihr wieder das gleiche, geht im Explorer auf Workspace, Steuerung, Umschalt V. Dann wird der Charakter eingesetzt und wir sind glücklich. Je nachdem, was ihr für einen Charakter habt, gibt es verschiedene Sachen zu beachten. Ich werde in dem Tutorial 2 verschiedene Fälle bearbeiten. Einmal ein richtig klassischer Roblox-Charakter und einmal ein Roblox-Charakter mit einem Dynamic Head und mit Layered Clothing, weil das sind die Hauptsachen, die sich unterscheiden. Inzwischen gibt es auch Custom Characters und wenn ihr das Tutorial seht, gibt es vielleicht noch 100 weitere Sachen, die neu sind.
Und es kann auch sein, dass die schon wieder irgendwas am Exporter geändert haben. Dementsprechend, ihr müsst mit den Programmen, die ihr benutzt, gut klarkommen. Das gehört einfach dazu. Und wenn sich Kleinigkeiten ändern, müsst ihr auch damit umgehen können. Das kommt alles mit der Übung. Und gerade Roblox Studio ändert sich täglich. Deswegen kann man nicht jedes Mal das Tutorial updaten, nur weil sich eine winzige Kleinigkeit geändert hat. Eine Sache, die euch vielleicht auffällt, vor allem bei Layered Clothing, wenn ihr rüber hovert, funktioniert es nicht, nur wenn ihr über den Character rüber hovert. Um das Ganze zu fixen, geht ihr oben auf Model, dann auf den Pfeil neben Lock und auf Unlock All. Dann nochmal auf das Lock-Tool, dann klickt ihr auf die Baseplate, also auf den Boden hier, damit das Ding zu ist, um die wieder zu locken. Dann geht ihr wieder auf Model und nochmal auf das Lock-Tool. Und dann ist alles so, wie es vorher war, nur, dass ihr den Charakter jetzt überall auswählen könnt. Und das ist dann auch ganz praktisch. Ihr könnt den Charakter verschieben, indem ihr STRG 2 drückt, dann habt ihr diese Handles hier. Und eine wichtige Sache, die ihr bei einem Layered Clothing Character beachten müsst, sind sich überlappende Vertices. Die werden nämlich im Blender später für Probleme sorgen. Bei dieser Körperform habe ich das Problem nicht wirklich, nur hier unten bei den Beinen. Und das ist blöd. Die Füße sind zu nah beieinander und küssen sich praktisch schon. Dafür gibt es einen Fix, auf den ich bei dem anderen Charakter nochmal eingehen werde. Ich werde es aber mit dem Layered Clothing Charakter nicht machen, weil der Fix bei Layered Clothing nicht funktioniert. Und es einfach nur noch viel schwerer wird. Ich habe darüber nachgedacht, ob ich euch dafür dann den Fix im Blender zeige, aber es würde das Tutorial nochmal eine Stunde verlängern. Dementsprechend achtet darauf, dass euer Charakter möglichst getrennt, alle Gliedmaßen getrennt vom Körper sind. Dass da überall Luft zwischen ist, das ist wichtig und das in der Ursprungsposition. Hier unten die Hose führt zu Problemen, aber wir wissen ja aus unserer Skizze, der Unterkörper ist gar nicht drauf. Dementsprechend können wir das bei uns ignorieren. Jetzt zeige ich euch natürlich noch, wie ihr es mit einem normalen Roblox-Charakter macht, der auch nicht euer Avatar ist. Weil so können wir ja bisher nur unseren eigenen Avatar holen. Aber es kann ja sein, dass ihr den Avatar von Roblox Felix haben wollt. Roblox Felix hat so einen schönen blockigen Charakter, wie viele Standard-Roblox-Charaktere es haben. Die sind cool aus verschiedenen Gründen, vor allem auch, weil sie dasselbe Problem mit den überlappenden Vertices haben, das wir dann auch gleich fixen werden. Um den Charakter zu importieren, braucht ihr natürlich erstmal die User-ID. Die User-ID bekommt ihr, indem ihr oben in der Domain von seinem Profil www.roblox.com/users/ diese ID, die nach users/ kommt, einfach kopiert. Und dann könnt ihr zum Beispiel das Quick-Insert-Plugin verwenden. Geht dann hier auf Avatar, auf Paste-User-ID, drückt STRG-V, um sie einzugeben, Enter, um es zu bestätigen und dann wird der Roblox-Felix-Charakter importiert. Das Quick-Insert-Plugin ist ein Plugin von Maximum ADHD, das ist in der Videobeschreibung verlinkt, ist kostenlos, kann sich jeder runterladen. Der einzige Nachteil davon ist, dass es ein altes Plugin ist, das ewig nicht mehr geupdatet wurde und dementsprechend unterstützt es keine Dynamic Heads. Also dieser Charakter von mir würde mit einem Default Head importiert werden. Wenn ihr auch noch ein Dynamic Head braucht, dann müsst ihr euch ein anderes Avatar Inserter Plugin holen. Leider ist das Moon Animator Plugin inzwischen teuer geworden, und zwar 1500 Robux. Der Character Inserter hier würde funktionieren. Da müsste man dann aber auswählen R15 statt Original. Andere Plugins kann ich euch nicht empfehlen, weil ich sie nicht getestet habe und es könnten Viren sein, deswegen seid da vorsichtig. Ihr könnt natürlich auch ein bisschen Coding lernen und den Charakter dann mit einem Script selbst importieren. Wir werden jetzt aber einmal eine wichtige Sache fixen. Wir nehmen mal den Roblox Conny Character, schieben den hier zur Seite und dann haben wir hier noch den Felix Character und ziehen ihn hier in die Mitte. Wenn wir den Felix Character später riggen wollen, dann wird er hier bei den Armen und vor allem auch bei den Beinen hier unten Probleme haben, weil die Beine, die überlappen und die Vertices von den Beinen sind ineinander. Und wenn wir das später riggen, wird es alles zusammenkleben bleiben und das ist nicht cool. Das Ganze fixen wir, indem wir ihn in eine T-Pose bringen. Wir bringen ihn in eine T-Pose, indem wir oben auf Avatar gehen, dann auf Animation Editor. Dann können wir den Animation Editor hier in den Output reinziehen, damit er nicht so sehr nervt. Und dann klicken wir nochmal Roblox Felix an. Bevor wir das machen, stellt natürlich sicher, dass wir ihn auch wirklich überall anklicken können. Ansonsten müsst ihr nochmal den Fix mit Model und Unlock All machen hier oben. Wir klicken jetzt auf Felix, klicken hier unten auf Create, dann haben wir eine Animation und dann nehmen wir den Arm und drehen ihn einmal. Wenn ihr ihn nicht so drehen könnt, müsst ihr vorher STRG-4 drücken, weil STRG-4 macht dieses Drehtool an. Und wenn ihr es trotzdem nicht drehen könnt, dann kann es sein, dass ihr hier oben nochmal auf Model gehen müsst und Rotate den Haken rausnehmen müsst oder hier die Zahl kleiner machen müsst. Ich mache bei Rotate den Haken rein und wähle aus 15 Grad, dann habe ich es nämlich einheitlich auf 15 Grad und dann rotiere ich das um 15 Grad nach außen, das hier um 15 Grad nach außen, das hier um 15 Grad nach außen und das hier um 15 Grad nach außen. Vielleicht sind 15 Grad sogar zu viel, also stelle ich das hier runter auf 10 und drehe es nochmal um 10 Grad zurück bei den Beinen
hier auch um 10 Grad zurück bei den Beinen. Und dann passt das. Roblox Felix hat jetzt seine Gliedmaßen voneinander an den Stellen, an denen es getrennt werden muss, getrennt. Und er ist fertig, um gerickt zu werden. Das einzige Problem ist, wenn wir aus dem Animation Editor rausklicken, blub, ist er wieder in seiner Default-Position. Früher konnte man ganz einfach irgendwie den Charakter auswählen und auf Anchor gehen. Das Problem ist, das geht jetzt nicht mehr. Deswegen brauchen wir dafür einen anderen Fix. Wir klicken nochmal Roblox Felix an, gehen dann hier unten auf Run a Command und schreiben da rein for unterstrich, D. D ist einfach nur ein Variablename, damit es kürzer ist. In Workspace. Und jetzt schreibt ihr den Namen von eurem Charakter, den ihr importiert habt. In meinem Fall ist es Player. Wenn ihr mehrere Charaktere mit dem gleichen Namen habt, müsst ihr die vorher umbenennen, dass es ein einheitlicher Name ist. Also schreibe ich Player, es wird mir schon angezeigt und ich drücke Enter, um es zu bestätigen. Dann schreibe ich Doppelpunkt, get descendants do. Und dann schreibe ich if D Doppelpunkt is a, Klammer auf, Klammer zu, Anführungsstriche oben, base part, then D Punkt anchored ist gleich true. Und dann schreiben wir end fürs if-Statement und end für den Loop. Wenn der Code richtig geschrieben ist und der Charakter auch gerade in seiner gewünschten Pose ist, dann können wir jetzt einmal Enter drücken. Er wird ausgeführt, wir können den Animation Editor mit dem X hier schließen und der Charakter bleibt so, wie er war. Diese Zeile ist natürlich unten in der Videobeschreibung auch drin, dass ihr sie einfach kopieren könnt. Wichtig ist, dass ihr dieses Player hier anpasst, dass es auch wirklich so heißt wie euer Charakter im Workspace. Wenn ihr denselben Fix versucht mit einem Charakter, der Layered Clothing verwendet, dann lassen sich die Layered Clothing Dinger leider nicht exportieren. Es kann sein, dass es in der Zukunft, wenn ihr das Video seht, funktioniert. Ihr könnt es gerne ausprobieren, aber ich kann euch sagen, es funktioniert zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, Mitte September nicht. Also verzichtet wenn möglich auf Layered Clothing, wenn es sich so überlappt wie bei mir unten die Schuhe. Das wird nur zu Problemen führen und das ist sehr viel Feinstarbeit, die ihr an den Tag legen müsst, um das Ganze zu fixen. Die letzte Sache, die wir mit unseren Charakteren machen müssen, ist alles Unnötige von ihnen zu löschen. Alles, was wir auf dem Thumbnail sowieso nicht drauf haben wollen, müssen wir löschen, weil dann haben wir später im Blender ein bisschen einfacher, weil wir weniger zu arbeiten haben. Bei Roblox Conny zum Beispiel brauche ich die Kopfhörer nicht. Also gehe ich hier auf den Charakter, sehe Gold Rose Headphones, das sind die, okay, entfernen. Blub, weg. Das Shoulder Pad hier brauche ich auch nicht. Also gehe ich einfach mal die Accessories durch. Bis das hier wird sein, Balloon Cat Accessory weg. So, der Charakter ist jetzt ein bisschen simpler. Hier guckt noch so ein bisschen das T-Shirt durch, das sieht blöd aus. Also sehe ich hier Shirt, entfernen, perfekt. Theoretisch könnte ich ihm Hose und Schuhe auch noch ausziehen, weil die auf dem Thumbnail eh nicht zu sehen sind. Und dann haben wir das Zusammenkleben-Problem nicht. Aber ich lasse sie drin, damit ihr das Zusammenkleben-Problem einmal sehen könnt. Charakter ist simpel. Bei Felix können wir es erstmal so lassen, wie es ist. Der hat ja schon sehr, sehr cleanen Charakter. Und jetzt wollen wir das ganze Ding speichern. Um die Charaktere zu exportieren aus Roblox Studio, wählt ihr sie aus, packt sie wirklich in die Mitte der Baseplate, da wo der Spawn ist, und ein bisschen nach unten, dass sie auch wirklich mehr oder weniger auf dem Boden stehen, auf der Baseplate. Und dann drückt ihr zweimal Steuerung R. Steuerung R, Steuerung R, damit sie in diese Richtung gucken, in die Richtung, in der sie keine Sonne abbekommen. Also wenn ihr sie anschaut, muss der Würfel da oben rechts Back sagen. Weil das Koordinatensystem von Roblox Studio andersrum ist als das von Blender. Es ist kein 100% wichtiger Schritt, aber nehmt euch später auch ein bisschen Arbeit im Blender ab. Jetzt klickt ihr im Workspace auf den Player, dann einen Rechtsklick und drückt dann auf Export Selection. Ihr stellt euch am besten einen eigenen Ordner dafür, macht in dem Ordner dann einen neuen Ordner, den nenne ich dann Character Normal, weil das ist jetzt der normale Charakter, und den nenne ich dann auch Character Normal. .obj, gehe auf Speichern, dann wird das ganze Ding exportiert. Hiermit sind wir fertig. Jetzt kommt noch der Conny hier. Zum Verschieben könnt ihr übrigens STRG 2 drücken, dann kommen diese Gizmos. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Habe ich vielleicht schon gesagt. Und wie gesagt, einmal nach unten ziehen, damit er hier schön gerade aufsteht auf dem Boden. Blub, in die Mitte reinziehen. Es muss nicht perfekt sein, aber es ist besser, wenn es perfekt ist. Dann STRG R, R, ein zurück und dann passt das schon. Noch einmal ein Rechtsklick, Export Selection, hier zurück. Dann mache ich einen neuen Ordner, nenne den Character Dynamic, weil er einen Dynamic Head hat. Und nenne ihn auch Character Dynamic. Wenn ihr mehrere Charaktere exportiert, tut mir den Gefallen und macht für jeden einen eigenen Ordner. Was heißt, tut mir den Gefallen, tut euch selbst den Gefallen. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt, wenn ihr es nicht macht. Gehen wir auf Speichern und sind fertig in Roblox Studio. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch diesen Place irgendwie speichern, falls ihr darauf nochmal zurückkommen wollt. Ich mache es nicht, weil es ziemlich simpel ist. Wir schließen Roblox Studio und gehen jetzt auf eine wunderschöne Webseite. Eine Webseite namens
blender.org. Ihr gebt einfach oben ein blender.org, kommt dann auf diese Webseite. Ihr könnt ja Blender kostenlos runterladen. Das ist das geilste 3D-Programm, weil es kostenlos ist und praktisch alles kann. Es ist ziemlich kompliziert, aber 3D ist nun mal auch kompliziert. Wir gehen oben auf Download und dann auf Download Blender bla bla bla. Wenn ihr schon heruntergeladen habt, so wie ich, dann müsst ihr einfach nur Blender starten. Also starte ich jetzt Blender, klicke irgendwo hin, damit das erste Fenster weg ist, klicke auf den Cube, dann auf Entfernen, klicke auf das Licht, dann auf Entfernen, klicke auf die Kamera, dann nicht auf Entfernen, die brauchen wir später noch. Und dann klicke ich hier oben auf diesen Pfeil und auf Move, dann habe ich auch wieder so ein Move-Gizmo. Die mag ich nämlich. Das erste, was ihr macht, sobald ihr ein neues Blender-Projekt geöffnet habt, ist natürlich Speichern. Ihr geht oben auf File, dann auf Save As und dann speichert ihr das als Blender-Datei oder so, keine Ahnung, könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Hauptsache, es ist gespeichert, damit ihr, wenn ihr immer schön STRG S drückt, euren Fortschritt nicht verliert, wenn es abstürzen sollte. Und um den Charakter jetzt zu riggen, gibt es zwei verschiedene Herangehensweisen. Wir können entweder den Charakter erst hier im Blender importieren, alles mögliche fixen, was da noch zu fixen ist, und glaubt mir, da wird es Sachen zu fixen geben, und ihn dann riggen, oder wir riggen ihn erst und fixen danach. Und weil beim Fixen sehr viele Sachen kaputt gehen können und er dann vielleicht nicht mehr geriggt werden kann, schlage ich euch vor, dass ihr ihn zuerst riggt. Ich persönlich würde es andersrum machen, weil es eigentlich auch Arbeit spart. Aber weil ich eine allgemeingültige Lösung für euch zeigen möchte, machen wir erst den Rig und dann den Fix, weil es allgemein betrachtet so reibungsloser funktioniert. Um den Charakter automatisch riggen zu können, also damit wir ihn animieren können, müssen wir auf die nächste wunderschöne Website gehen. Und das ist Mixamo oder Mixamo, keine Ahnung. Mixamo.com. Könnt ihr einfach aufrufen, müsst euch da wahrscheinlich anmelden oder einloggen, wie auch immer. Ihr braucht dafür einen Adobe Creative Cloud Account, aber einen kostenlosen, keine Sorge, ihr müsst dafür nicht bezahlen. Und dann steht hier Upload Character. Das Problem, wenn ihr jetzt euren Roblox Character da uploadet ist, ihr werdet ihn ohne die Texturen uploaden. Theoretisch könnt ihr den Character hier nochmal auswählen, alle Dateien nehmen, Rechtsklick in ZIP-Datei komprimieren machen und dann diese ZIP-Datei hochladen. Das machen wir jetzt auch einmal. Wir gehen auf Mixamo, gehen dann auf Upload Character und ich ziehe da einfach mal die ZIP-Datei rein. Dann wird die hochgeladen, aber es kann sein, dass genau dieser Screen dann aufploppt. Unable to map your existing skeleton. Das liegt daran, dass da irgendwelche Transparenzen drin sind, die da nicht drin sein dürfen. Warum auch immer. Das Ganze könnte man mit Photoshop fixen. Das einzige Problem dabei, das jetzt mit Photoshop zu fixen ist, dass nicht jeder von euch Photoshop hat und dementsprechend werde ich euch nicht zeigen, wie man das fixt. Und wir werden dementsprechend einfach die ganz normale Character-Normal.obj-Datei hochladen. Das ist dann ohne die Texturen. Das macht uns später mehr Arbeit, aber es funktioniert dafür dann auch für jeden. Wir uploaden den Charakter und ihr seht, wir haben hier Roblox Felix ohne seine Texturen. Gehen dann auf Next und dann müsst ihr einfach diese Dinger hier positionieren. Das hier kommt ans Kinn ungefähr. Die Dinger hier kommen an die Handgelenke. Ich weiß gar nicht, ob die innen oder außen sein sollen. Die Dinger hier kommen an die Ellenbogen. Es muss ungefähr richtig sein. Das hier kommt dann auf die Knie rauf, wo auch immer die sein sollen. Und das hier kommt in den Intimbereich. So, dann klickt ihr hier unten bei Skeleton Lot noch auf No Fingers, weil wir keine Finger haben. Dann auf Next und dann wird Roblox Felix geriggt. Das kann jetzt eine Weile dauern. Da müsst ihr einfach ein bisschen warten und einfach hoffen, dass es am Ende auch gut aussieht. Wenn das Ganze fertig durchgelaufen ist, dann solltet ihr jetzt so einen komisch animierten Roblox Felix sehen. Sieht an manchen Stellen ein bisschen komisch aus, aber es ging automatisch. Wir mussten uns nicht damit auseinandersetzen, wie man Sachen im Blender riggt. Und das ist meiner Meinung nach ein Win. Wenn ihr ein Rig-Tutorial haben wollt, könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube, ich werde das erst dann machen, wenn ich eine 500-Euro-Donation dafür bekomme. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust darauf, noch ein Rig-Tutorial zu machen, weil man da sehr viele Sachen beachten muss. Wir gehen auch einfach auf Next. Charakter wird geuploadet. Dann sagen wir, ja, ja, er wird erstmal geuploadet zu Mixamo. Ist in Ordnung. Dann haben die jetzt all unsere Daten. Und wir gehen dann einfach direkt auf Download, wählen aus FBX. Wir wollen nämlich eine FBX-Datei haben. Post, T-Post. Wir nehmen lieber die Original Post. Und dann sagen wir Download. Das Asset wurde gedownloadet. Dann müsst ihr gleich nochmal in euren Download-Ordner gucken. Und könnt dann hier die Character-Normal-Datei rausziehen, in den Ordner hier reinziehen. Dann habt ihr Character-Normal.fbx. Das Ding könnt ihr dann direkt importieren, indem ihr auf File, Import und dann auf FBX geht. Geht dann auf Character-Normal, Character-Normal.fbx. Und auf Import FBX. Und dann habt ihr hier den Charakter und der ist sehr, 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 sehr klein. Ich schlage vor, dass ihr ihn auch so klein lasst. Größer skalieren würde wahrscheinlich keinen Unterschied machen. Aber es gibt ein paar Einzelfälle, in denen der Rig dann vielleicht nicht mehr so hundertprozentig funktioniert. Dementsprechend lassen wir es so klein. Wenn ihr zu nah rangeht, werdet ihr vielleicht irgendwann durch ihn durchschauen. Um das zu fixen, könnt ihr N drücken. Geht dann hier rechts auf View und könnt bei Clip Start einfach die Zahl verkleinern. Zu 001, 000.
eins oder ihr könnt es halt vielleicht noch kleiner machen, noch eine 0 hinzufügen und dann wird auf jeden Fall nicht mehr geklippt, wenn ihr zu nah dran seid. Macht es aber nicht zu klein, weil sonst kriegt ihr Floating Point Errors und die machen auch keinen Spaß. Jetzt haben wir hier unseren Charakter, er hat keine Texturen. Wir würden die Texturen jetzt aber ohnehin nicht sehen, weil wir nur im Solid Mode sind. Die Texturen können wir sehen, indem wir hier oben nochmal auf dieses Symbol für den Material Preview Mode gehen und wir sehen kein Material. Okay, wie kriegen wir jetzt das Material rein? Wir müssen das entweder selbst machen oder wir gehen nochmal auf File, dann auf Import, dann auf Wavefont OBJ diesmal und importieren jetzt den CharacterNormal.obj, so wie Roblox ihn uns gegeben hat. Und ihr seht, der ist dann sehr viel größer und hat seine Materialien. Ihr seht aber auch, die Krawatte, sie macht Rambazamba. Und das liegt in meinem Fall jetzt daran, dass wir das Viewport Camera Clipping oder wie das heißt, da oben so niedrig eingestellt haben. Es könnte aber auch sein, dass ihr grundsätzlich sehr viel Rambazamba mit allen möglichen Materialien habt. Das habe ich zum Glück jetzt nicht. Das kann aber bei euch wieder der Fall sein, weil das ist irgendwie komplett davon abhängig, wie sich Roblox Studio heute fühlt. Manchmal exportieren die Materialien einfach irgendwie falsch. Ich weiß nicht, warum das so ist. Manchmal ist das so, manchmal ist das nicht so. Das Rambazamba fixen wir übrigens, indem wir den Charakter anklicken, hier unten rechts auf Material gehen, dann gucken, welches Material ist vielleicht für die Krawatte da. Das finden wir am besten heraus, indem wir es einfach ausprobieren. Ich glaube, von der Farbe her sieht das hier schon mal richtig aus. Wir können hier auf Preview gehen und dann sehen wir ja, das sieht aus wie das Krawattenmaterial. Scrollen einmal nach unten zu den Settings und ändern Alpha Blend zu Opak. Hat funktioniert. Wenn das für euch nicht funktioniert, ändert ihr vielleicht zu Alpha Clip, Alpha Hashed oder vielleicht sogar zu Alpha Blend. Keine Ahnung, manchmal ist das einfach ein bisschen weird. Haben wir dieselben Probleme noch mit anderen Sachen? Tatsächlich sieht es nicht danach aus. Hier ist so ein bisschen Z-Fighting. Das ist aber ganz normal bei solchen Roblox-Charakteren. Damit werden wir schon klarkommen. Die Materialien sind auf jeden Fall gefixt und wir gehen wieder zurück zu unserem kleinen Felix. Und dem geben wir jetzt seine Materialien, indem wir hier raufgehen und wir sehen, oh, jedes einzelne Teil ist auch sein eigenes Objekt, ist in Ordnung, damit können wir auf jeden Fall leben. Wir klicken jetzt einfach alles an, was wir hier haben, gehen dann hier unten bei Material auf dieses Ding und wählen dann das entsprechende Material aus. Bei dem Fernsehkopf wäre das auf jeden Fall Handle 3. Ja, bei dem hier ist es Handle 2. Bup, das hier hatten wir eben schon, ist Handle 1. Und dann haben wir hier noch die ganzen Dinger hier. Dann wäre das für den Charakter wahrscheinlich Player 2. Ja, Player 2. Ich weiß, es gibt die Möglichkeit, im Blender alle Sachen gleichzeitig zu bearbeiten. Das muss man irgendwie mit Alt machen, aber irgendwie funktioniert das für mich nicht mehr. Vielleicht habe ich das falsch in Erinnerung. Deswegen mache ich hier einfach alles einzeln, in aller Ruhe. Assign überall die Materialien. Ich meine, sie sind ja da. So, alle Materialien sind assigned und unser Charakter ist gerickt. Den großen Felix können wir jetzt auswählen und entfernen drücken, dann ist er weg. Dann gehen wir wieder zum kleinen Felix und haben mit ihm jetzt Spaß. Wir können den Rig einmal austesten, indem wir ihn anklicken. Das ist das Ding hier oben. Wenn ihr möchtet, dass das Skelett immer im Vordergrund zu sehen ist, dann klickt ihr hier auf dieses Mannequin-Symbol, dann auf Viewport Display und dann in Front und dann ist es immer im Vordergrund. Könnt das dann hier anklicken, geht oben auf den Pose-Mode und dann wählen wir einfach mal die Schulter aus und drücken R, um zu rotieren und das scheint zu funktionieren. Wenn ihr Probleme damit habt, dass hier das Ding mitbewegt wird, müsst ihr halt den Rig anpassen. Darauf werde ich jetzt nicht eingehen. Ihr müsst selbst damit klarkommen, wie Blender funktioniert. Oh, die Füße, die sind hier ein bisschen, na, die sind ein bisschen schüchtern eingerichtet, aber das ist jetzt auch nicht das Problem. Da wurde was falsch interpretiert von dem Programm, aber Hauptsache, ja, es funktioniert. Unser kleiner Felix ist gerickt, aber wir machen jetzt erstmal weiter mit unserem Dynamic Character, weil der hat seine ganz eigenen Probleme. Wenn du jetzt hier hingeskippt hast, um direkt mit dem Dynamic Character Rigging anzufangen, schlage ich dir vor, dass du nochmal zurückgehst zu dem normalen Character, weil ich werde sehr viele Sachen nicht doppelt erzählen und ich werde nur auf die Besonderheiten eingehen, die jetzt ein Character mit einem Dynamic Head und Layered Clothing hat. Wir fangen genauso an, wie wir mit dem normalen Character angefangen haben, und zwar auf Mixamo. Da gehen wir wieder auf Upload Character und uploaden jetzt unseren Character Dynamic.obj. Ich persönlich würde es dann lieber mit einer gefixten Datei machen, dass die Texturen alle direkt übernommen werden. Aber leider ist das Universum manchmal einfach böse zu einem. So, das hat funktioniert. Es kann aber sein, dass es bei einem dynamischen Charakter einfach gar nicht funktioniert. Und wenn das der Fall ist, dann habt ihr Pech. Dann müsst ihr in Blender reingehen, alles nochmal neu topologisieren und hoffen, dass es dann funktioniert. Und wenn es dann auch noch nicht funktioniert, dann müsst ihr einen anderen Charakter nehmen. Das ist einfach leider so, vor allem wenn ihr einen Custom Character verwendet, der ein bisschen sloppy gemodelt wurde, dann kann es sein, dass der gar nicht erst erkannt wird. Aber der hier wurde erkannt, damit bin ich glücklich. Und dann wähle ich hier wieder alles so aus, wie es sein muss. Handgelenke sind ungefähr hier so, Ellenbogen ungefähr hier so, Knie sind ungefähr hier so und Intimbereich ist hier. Dann wählen wir hier unten wieder aus No Fingers. Wir haben theoretisch 4 Finger, glaube ich.
Wir können 3 Chain Fingers, wir können 2 Chain Fingers sagen. Ich sag mal, wir nehmen 2 Chain Fingers. Können wir machen. Dann haben wir einmal hier Daumen und einmal die Hände, weil viel mehr werden wir nicht machen wollen. Ihr könnt das gerne selbst riggen, wenn ihr es anders haben wollt. Wir gehen auf Next und dann fängt die Magie wieder an. Und wie gesagt, wenn es nicht bei euch automatisch gerickt werden kann, dann kann ich es leider nicht ändern, weil das liegt dann einfach an dem grundlegenden Charakter, dass der zu schlecht gemodelt ist. Eine weitere Sache, die euch auffallen wird und bei mir auch auffällt, ist, da gucken die Hände zum Beispiel durch das Shirt durch und bei euch werden es vielleicht noch andere Körperteile sein, die an anderen Stellen durchgucken. Das liegt auch einfach an Roblox. Und das sind Sachen, die muss man später im Blender fixen oder man muss einfach damit leben. Wie ich meinen persönlichen Charakter gerickt habe, ist eine ganz andere Sache, weil ich habe den per Hand gerickt. Und ich habe auch die Kleidung per Hand zu Layered Clothing gemacht, damit ich die Kleidung bei meinem persönlichen Rig austauschen kann. Aber das ist Arbeit, die kommt nicht in Frage. Wir sehen hier unten auch die Füße, die sind miteinander verschmolzen. Weil wir die Beine nicht auseinandergezogen haben. Aber wir haben ja gesagt, das ist in Ordnung. Wir gucken sowieso nur auf den Oberkörper und der Oberkörper sieht in Ordnung aus. Wir gehen jetzt auf Next, dann auf Next und dann wird er hochgeladen, damit wir ihn wieder herunterladen können. Wir wählen die Original Pose und auf Download und dann öffne ich den Download-Ordner, ziehe den Character Dynamic.fbx hier rein, gehe dann wieder in Blender, auf File, auf Import, FBX und diesmal gehe ich raus, gehe zu Character Dynamic und wähle auch den Dynamic Character aus, damit wir den jetzt hier haben. Perfekt. Dann wähle ich die Armature von Felix aus. Ich kann die hier in Blender auch umbenennen in Felix und den hier in Conny. Und jetzt müssen wir wieder Materialien assignen. Also gehe ich wieder auf File, gehe wieder auf Import, dann wieder auf Wavefont OBJ und gehe wieder zurück, dann auf Character Dynamic und importiere jetzt den Character Dynamic.obj, damit wir von dem Homie hier die Texturen haben. Und ihr seht, hier haben wir ein paar Probleme mit den Texturen. Die funktionieren nicht von Haus aus. Das ist ein Problem von Dynamic Heads und auch von Custom Character Body Parts, die PBR-Materialien verwenden, die auch Custom Skin Tone zulassen. Also so ziemlich jeder Dynamic Head und so ziemlich jedes dritte Custom Character Body Part. Wenn ihr jetzt zusätzlich noch wieder diese Probleme habt, dass die Materialien irgendwie so komisch inside out sind, dann geht ihr unten auf Material, wählt jedes Material aus, scrollt dann nach unten zu den Settings und wählt da dann Opaque oder Alpha Blend, Alpha Hashed, keine Ahnung, das aus, was für euch funktioniert. Ein Problem, dass ihr mit Custom Characters auch haben könnt, ist, dass euer Charakter teils transparent ist und teils nicht transparent ist. Um das Problem zu umgehen, müsst ihr in den Ordner reingehen, in dem ihr eure Dateien habt. Meistens wird die Datei, die ihr sucht, so heißen wie euer Charakter. Bei mir heißt es RobloxConny1-Div. Vielleicht wird es, wenn euer Charakter Player heißt, Player1-Div heißen. Wenn euer Player Herr Maurus heißt, wird es Herr Maurus1-Div heißen. Und diese Datei müsst ihr dann in ein Bildbearbeitungsprogramm reinziehen und die Transparenz entfernen. Indem ihr einfach eine Ebene drunter eine Farbfläche macht und oben drüber das Ding rüberzieht. Die Farbfläche muss natürlich in der Hautfarbe eures Charakters sein. Dann könnt ihr die Datei nochmal in Blender aktualisieren, indem ihr hier hochgeht, das Material RobloxConny 1 MTL auswählt. Vielleicht ist es auch RobloxConny 6 MTL. Dann geht ihr hier auf Base Color, auf den File, dann hier rauf. Und dann klickt ihr nochmal auf RobloxConny1-Div. Dasselbe macht ihr hier unten auch bei Alpha, RobloxConny1-Div, und dann wird das Problem auch gelöst. Jetzt kümmern wir uns darum, dass der Dynamic Head unsichtbar ist. Wir haben hier ein RobloxConny6.mtl. Hier haben wir ein RobloxConny6 und das ist unten nur so ein bisschen schwarz. Ich glaube, das ist tatsächlich dann auch die Textur von dem Kopf. Der Kopf hat eine eigene Textur bekommen und die müssen wir jetzt nochmal anpassen und dafür machen wir denselben Fix, den ich eben angesprochen habe, mit einer Bildbearbeitungssoftware eurer Wahl. Ich benutze dafür Photoshop, ihr könnt auch GIMP verwenden, GIMP ist kostenlos und funktioniert genauso, aber ich werde euch nicht zeigen, wie GIMP geht, weil ich habe es seit 2019 nicht mehr benutzt. Ich ziehe da die RobloxConny 6.mtl rein, dann füge ich eine neue Ebene hinzu, ziehe die nach unten, dass sie die unterste Ebene ist und ich fülle die Ebene mit der Farbe Weiß, also wähle ich hier im Farbwähler Weiß aus, weil meine Hautfarbe Weiß ist. Wenn eure Hautfarbe eine andere ist, müsst ihr die auswählen. Dann drücke ich Alt und Backspace und das Ganze ist gefüllt. Ich weiß gar nicht. Ach, das ist von den Ohren. Ah, ich verstehe. Die Ohren haben ein wenig Shading. Wenn wir das Shading erhöhen wollen, dann können wir theoretisch diese Ebene duplizieren mit Steuerung J. Aber ich mache das mal, aber nur ein bisschen. So. Und dann gehen wir auf Datei, exportieren, exportieren als PNG. Und in meinem Fall werde ich jetzt RobloxConny 6.div wählen und dahinter ein V2 schreiben, nur für den Fall, dass ich nochmal auf die RobloxConny 6.div zurückgreifen möchte, weil ich was falsch gemacht habe. Schlage ich euch auch vor, dass ihr nicht den exakt gleichen Namen nehmt, sondern den Namen nochmal abwandelt. Ich schreibe V2, speichere das, stelle sicher, dass die Datei hier ist. Sie ist noch nicht da, jetzt ist sie da. Und jetzt kann ich Photoshop auch schließen. Nicht speichern, ist mir egal, vielleicht solltet ihr speichern. Und dann wähle ich hier nochmal für RobloxConny 6 MTL bei Base Color die RobloxConny 6 Div
V2 aus, Open Image, und wir sehen noch keinen großen Unterschied, außer dass das Shading hier ein bisschen intensiver geworden ist. Das ist schon mal schön. Und dann scrollen wir runter, gehen bei Alpha auf den Pfeil, hier dann auch auf Open Image, Roblox Corny 6 Div V2, Open Image, und es hat funktioniert. Es gibt nur ein klitzekleines Problem, und zwar, dass der Mund nicht mehr zu sehen ist. Wo ist der Mund hin? Der Mund ist bei mir einfach nur im Kopf versteckt, weil der Mund gar nicht direkt zum Kopf gehörte, sondern ein Accessoire war, welches von Roblox einfach an der falschen Position exportiert wurde. Und jetzt sieht man es nicht mehr, weil der Kopf den Mund verdeckt. Das ist genauso wie mit den Händen, die auch einfach zu weit oben sind. Das können wir später einfach fixen, indem wir die Teile verschieben. Aber wir sind jetzt eigentlich mit unseren Materialien fertig und sollten dann einmal anfangen, die Materialien auch zu applyen. Wir gehen jetzt mit unseren kleinen Charakteren hin und wählen jetzt wieder jedes einzelne Teil aus, gehen hier unten auf Material, dann auf dieses Symbol und wählen dann das richtige Material aus. Bei dem Kopf wissen wir ja jetzt, ist es Roblox Corny 6 MTL. Bei den Haaren muss es irgendein Handle sein. Welcher, weiß ich nicht. Vielleicht der hier? Ja, richtig. Perfekt. Dann haben wir unseren Körper. Das ist Roblox Corny 1 MTL. Wobei, bei den Körperteilen wird man es am wenigsten sehen, weil meine Körperteile sind alle einfach nur weiß. Aber egal, ich wähle es aus. Für jedes Körperteil, das ich sehen kann zumindest. Die Beine sieht man kaum, aber da gucken sie ein bisschen durch. Komm schon, gib mir die Beine. Da. Hose ist falsch. Das ist richtig. Einfach ausprobieren, bis ihr es habt. Ja, das ist auch falsch. Das ist auch falsch. Das ist richtig. Und dann natürlich nicht das Shirt vergessen. Das ist aber blau, also brauche ich auch ein blaues Material. Das hier ist es. Perfekt. So, unser Charakter hat seine Materialien an den Stellen, an denen sie haben muss. Aber da alle getrennten Objekte einzelne Objekte sind, gehe ich davon aus, dass der Mund auch ein einzelnes Objekt ist. Also klicke ich den Kopf an, drücke H, um ihn zu hiden. Dann haben wir hier den Mund, perfekt. Dann gehen wir hier wieder auf Material. Handle 4 ist auch schwarz, perfekt. Wir sehen meinen Move-Gizmos nicht. Das liegt daran, dass das Center immer noch da ganz unten in der Mitte ist. Das können wir resetten, indem wir einfach auf Objekt drücken. Dann auf Set Origin to Geometry und dann können wir das Ding hier auch verschieben und zwar ein bisschen nach vorne. Ich drücke jetzt Alt und H, um das ausgeblendete Objekt wieder einzublenden und der Mund ist da. Bei euch werden die Arbeitsschritte natürlich davon abhängig sein, was ihr für einen Charakter habt. Aber ich habe euch auf jeden Fall ein paar Arbeitsschritte gezeigt. Die Hände hier können wir wahrscheinlich fixen, indem wir sie nach unten ziehen. Ich drücke bei beiden wieder auf Object, Set Origin to Geometry, ist jetzt in der Mitte und ich ziehe sie einfach nach unten, weil hier müssten sie eigentlich auch sein. Und ich hoffe, dass das jetzt immer noch funktioniert. Das probieren wir jetzt einmal aus, indem wir unsere Armature anklicken. Aber hier sind die Beine auch so komisch. Heute ist Adobe weird drauf, dass sie uns solche Beine geben, aber es ist egal. Wir gehen auf Object Mode, wählen dann den Pose Mode aus und dann probieren wir einmal aus. Funktioniert das? Ja, die Arme funktionieren. Der Arm funktioniert. Der Kopf funktioniert auch, auch wenn der Nacken sich ein bisschen sträubt. Kann man so übernehmen, auch wenn es hier immer noch ein bisschen schleimig ist. Aber wir haben zwei gerigte Charaktere. Einen mit Layered Clothing und einem Dynamic Head und einen ganz normalen. Endlich! Hat auch nur eine Stunde Aufnahme gedauert. Jetzt geht es natürlich ums Animieren. Den alten Charakter hier, den will ich auch ausmachen, so. Um unsere Kamera dahin zu bringen, wo wir gerade sind, drücke ich erstmal N, um das Ding hier rechts wegzupacken. Dann drücke ich Steuerung, Alt und 0 auf dem Numpad. Und die Kamera ist da. Ich kann den Rahmen hier anklicken und G drücken, um die Kamera zu bewegen. Aber es ist ein bisschen wackelig, weil wir alles so klein haben gerade. Und die Kamera auch super nah dran ist. Wenn wir es uns von außen angucken, stehen die Leute praktisch in der Kamera drin. Das können wir natürlich fixen, indem wir die Kamera selbst ein bisschen kleiner machen. So, das ändert nichts am Bild, aber halt an der Ansicht, wie die Kamera gerade eingerichtet ist. Und jetzt geht's ums Animieren. Wir haben zwei gerackte Charaktere. Für beide gilt das Gleiche. Dementsprechend werde ich diesen Charakter hier einfach mal wegschieben. Den brauchen wir nicht mehr. Wir machen einfach mit diesem hier weiter. Wir gucken uns noch einmal unsere Vorlage an. Das war die hier. Wir wollen links unseren Charakter haben, der den Arm ausstreckt. Vielleicht noch das Roblox-Thumbnail als 3D-Objekt in der Hand hält oder so. Ich drücke 0 auf dem Numpad, um wieder in die Kamera zu bekommen. Wenn ihr kein Numpad habt, habt ihr Pech, dann kann man Blender nicht so cool verwenden. Das Numpad ist der Nummernblock rechts neben der Tastatur. Also nehme ich die Armatur, drücke G, um es zu verschieben. Wenn ihr irgendwelche Probleme mit Blender habt, schaut euch am besten noch ein Blender für Anfänger-Tutorial an. Auf dem i verlinke ich euch eins, das euch so die Basics von Blender zeigt. Das hätte ich vielleicht auch ein bisschen früher sagen können. Die Kamera kann ruhig ein bisschen näher ran. So, guck mal, das Clipping für die Kamera fängt jetzt schon an. Da hilft dann auch nicht mehr die Clipping-Einstellung hier. Da müsst ihr eure Kamera hier auswählen. Und wenn ihr hier unten auf diesem Kamera-Tab seid, seht ihr hier Clip Start. Und da packen wir dann vor die 1 nochmal ein paar weitere Nullen. Enter. Und dann ist das Clipping auch weg. So, um den Charakter zu animieren, wählen wir erstmal wieder das Ding aus. Wie gesagt, ihr könnt hier einige Sachen anpassen. Zum Beispiel könnt ihr hier auf diesen Mannequin gehen, dann auf In Front gehen, damit ihr das Skelett immer seht. Dann gehen wir hier oben auf den Pause Mode. Und es wird vielleicht anstrengend sein, wenn ihr solche Sachen hier immer wieder einzeln macht. Dafür gibt es Inverse Kinematics.
Ich zeige euch aber nicht, wie euer Rig für Inverse Kinematics aufsetzt. Ich zeige euch jetzt einfach nur, wie ihr es ein bisschen nutzen könnt, indem ihr hier oben rechts auf die Pose Options geht, Auto IK auswählt und dann einfach hofft, dass es funktioniert. Dann nehme ich mal das, drücke G und es funktioniert ungefähr mit Inverse Kinematics. Perfekt. Gehe ich hier rauf, funktioniert es jedoch nicht. Das ist einfach so. Manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es nicht. Vielleicht funktioniert es hier. Hier funktioniert es mit dem. Keine Ahnung warum. Wenn ihr den Einfluss von Inverse Kinematics anpassen wollt, während ihr sowas bewegt, könnt ihr mit dem Mausrad scrollen und dann verlängert ihr die Chain oder verringert die Chain. Wenn ihr nicht wisst, was das bedeutet, müsst ihr einfach damit klarkommen, dass ich jetzt Fachbegriffe verwendet habe. Wir drehen den Charakter um, indem ich alles auswähle, dann einfach R drücke, Z drücke. Und dann drehen wir ihn einfach mal. Die Kamera muss auch ein bisschen näher ran. Also wähle ich doch nochmal die Kamera aus und gehe ein wenig näher ran. Abgleich. So soll das aussehen. So sieht der aus. Das ist dann ungefähr eine gute Größe. Ich schlage euch vor, dass ihr im Zweifelsfall den Charakter von weiter weg filmt, als ihr ihn am Ende braucht. Dann könnt ihr nämlich in eurer Bildbearbeitungssoftware später nochmal rein, raus, was auch immer zoomen. Und jetzt nehme ich nochmal das Ding hier. Geh, zieh es dahin. Es geht ein bisschen zu weit nach außen, also zieh es hier drüben. Dann drücke ich R zweimal, um es ein bisschen zu drehen. Das hier funktioniert nicht, dann meckert er rum. Da sieht der Rig nicht so cool aus, weil es halt nicht so gut geriggt ist. Vielleicht, wenn ich hier die Chain verlängere, kann die Chain leider nicht weiter verlängern, weil der Rig auch nicht gut genug ist. Dann muss ich das hier per Hand machen und das hier so machen und das hier so machen. Hört leider manchmal dazu und halt ein bisschen per Hand animieren. Wir haben ja unsere zwei Finger. Leider hat er das hier nicht in den Daumen reingemacht, sondern in den Finger. Das ist jetzt auch nicht so geil. Also können wir die Hand auch nicht verwenden. Das ist auch blöd, weil für meinen persönlichen Rig habe ich natürlich alle Finger geriggt. Aber da habe ich halt auch alles selbst geriggt. Und selbst riggen wollt ihr nicht, sonst würdet ihr das Tutorial nicht schauen. Also versucht einfach die Sachen so zu verformen, wie es möglich ist, ohne dass es zu kaputt aussieht. Muss man einfach mit leben. Und jetzt fehlt natürlich noch das Asset, mit dem wir am besten interagieren würden, weil das gehört zu coolen Roblox-Thumbnails natürlich auch dazu, dass ihr schon mit coolen Assets hier interagiert. Wir drücken jetzt einmal Shift-A, fügen einen neuen Cube hinzu, der ist sehr groß. Also machen wir ihn klein mit S. Ich drücke 0, um wieder hier hinzukommen. So. Und den Cube, den formen wir jetzt um in ein Thumbnail. Das heißt, wir gehen in Edit-Mode, 3, und dann basteln wir uns hier raus einfach ein Thumbnail. Ich mache das einfach aus dem Gefühl heraus, weil ich keine Lust habe, jetzt irgendwas nachzumessen. Das ist ungefähr 16 zu 9. Machen wir natürlich sehr viel dünner. Perfetto. Wenn wir jetzt dieses Thumbnail so sehen. Ich blende dafür das Ding mal aus oder mache es in den Hintergrund. Ist nicht ganz das Gleiche. Der Arm hier sieht ein bisschen zu verklemmt aus, also ziehe ich ihn weg. Damit sehe ich ein bisschen weniger schüchtern aus. Aber ich finde es eigentlich cool, wenn das Ding schwebt. Na, da ist die Hand jetzt so weird. Ah, da müssen wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen was anpassen, damit die Finger nicht so... Naja, ihr seht ja, was mit den Fingern nicht stimmt. Für ein gutes Thumbnail solltet ihr euch natürlich auch Gedanken über den Hintergrund machen, um die einzelnen Assets, die ihr verwendet. Die müsst ihr wahrscheinlich im Blender modeln oder von irgendeiner Seite importieren. Aber das Wichtigste ist ja erstmal der Charakter und den habe ich euch jetzt gezeigt. Ich persönlich werde jetzt einmal hier noch alle Seiten auswählen und einmal bevel. Wenn ich sie schon bevel, dann muss ich sie wahrscheinlich doch noch einmal so kurz UV unwrappen, also mache ich es doch. So, ich habe aber keine Lust, jetzt ein richtiges Thumbnail da reinzumachen, weil dafür müsste ich erstmal ein richtiges Thumbnail machen. Und ich denke, dass die Idee, dass da einfach Roblox Thumbnail steht, eine relativ gute Idee ist. Mal gucken, wie es aussieht. Dafür geben wir dem jetzt ein neues Material, nennen es Thumbnail, fügen dann eine Image-Texture hinzu, blub, dann steht da einfach Roblox-Thumbnail, wird natürlich sehr beeinflusst jetzt von irgendwelchen Lichtverhältnissen, dementsprechend machen wir die Roughness hoch, Specular komplett runter und kümmern uns jetzt um die letzte für euch wahrscheinlich wichtige Sache, und zwar das Exportieren und die Beleuchtung, weil wenn ihr das Ganze jetzt so exportiert, wird es so aussehen. Gar nicht mal so cool. Also müssen wir das Ganze beleuchten. Wir können jetzt Licht in der Szene platzieren. Ich weiß aber von der Person, die mich immer genervt hat, dass sie wissen, wie man Thumbnails macht, dass sie keine Lust auf Licht hat und sie möchte alles schön hell haben, wie hier. Und das können wir auch machen, indem wir, nochmal N drücken, weil das ja die ganze Zeit offen ist, einfach, indem wir hier rechts einfach auf dieses Symbol für die World gehen und dann die Strength von der World Color hochstellen. Sieht aber noch ein bisschen blöd aus, vor allem mit diesem Hintergrund. Damit wir die Changes besser wahrnehmen können, fangen wir erstmal mit den Kameraeinstellungen an. Dafür gehen wir hier auf Render. Das Render-Sample würde ich ein bisschen höher stellen, so, keine Ahnung, 512 sollten eigentlich reichen. Ambient Occlusion gerne an. Ihr seht, was es macht. An den Stellen, wo so ein bisschen Kanten sind, sieht man dann Schattierungen und man sieht die Kanten einfach besser. Also an,
Blumen könnt ihr gerne anmachen, ich schlage aber vor, dass ihr es nicht übertreibt, wenn ihr Licht verwendet. Screen Space Reflections sind halt für Reflektionen und nicht so relevant. Kann man aber auch alles anmachen. Motion Blur ist komplett egal, es sei denn, ihr macht wirklich etwas mit Motion Blur, kann man dann eine Animation machen und so einen Spaß. Und vor allem geht ihr dann auf Film und auf Transparent und dann ist der Hintergrund transparent. Jetzt können wir auf World gehen und die Strength hochstellen und ihr seht, aber irgendwann ist es ein bisschen überbelichtet. Dementsprechend machen wir es nicht ganz so hoch, wir machen es ein bisschen höher, vielleicht auf 5, das sollte aber auch reichen. Ihr könnt nämlich auch die Color hochstellen und einfach eine hellere Color nehmen für die World Color. Das funktioniert nämlich auch. Da einfach ein schönes Mittelmaß nehmen. Es ist dann immer noch unterbelichtet, so wie wir es jetzt haben. Und wenn ihr keinen Bock auf richtige Beleuchtung habt, dann könnt ihr das natürlich komplett hochcranken, damit es schön hell ist. Aber ich werde euch jetzt zeigen, wie ihr es mit einer richtigen Beleuchtung macht, weil da habt ihr mehr Kontrolle und es ist sowieso sinnvoller. Ihr zoomt ein bisschen raus, drückt dann Shift A, fügt dann ein Light hinzu. Wenn ihr grundsätzlich Beleuchtung haben wollt, könnt ihr erstmal eine Sun hinzufügen. Ist immer zu empfehlen, ihr fügt eine Sun hinzu, bupp, dann habt ihr eine Sonne. Wir gehen hier mal auf den Rendered View, dann seht ihr den Unterschied. Ohne Sonne, mit Sonne, schon sehr viel besser. Wir schieben die Sonne mal dahin, wo sie theoretisch wäre. Aber es ist egal, wo die Sonne ist, es ist nur wichtig, wo die Sonne hin zeigt. Weil Sonnenlicht kommt von überall. Wir können die Sonne auswählen, sie mit R rotieren und dann passen wir damit den Schattenfall an. Die Sonne hat nicht sehr viel Einfluss, dementsprechend klicken wir auf die Sonne, dann hier auf dieses Symbol und geben ihr mehr Einfluss, indem wir die Strength auf 10 stellen. Jetzt hat sie schon mal sehr viel mehr Einfluss. Wenn eure Szene nicht so klein ist wie bei uns, müsst ihr es vielleicht sogar noch höher stellen als 10, aber bei uns reicht 10 auf jeden Fall aus. Ich würde sogar sagen, 5 reicht schon aus. Und jetzt können wir hier halt die Schatten anpassen. Ich bin der Meinung, das Licht sollte bei einem Thumbnail tatsächlich von vorne kommen. So, damit man alles schön sehen kann. Bisschen von der Seite vielleicht, ja. Und vielleicht auch nicht ganz so stark. Und dann können wir weiteres Licht hinzufügen mit Steuerung A. Können wir jetzt einfach ein Point Light hinzufügen. Das Point Light ist super hell, weil das schon direkt auf 10 steht und super nah dran ist. Wir stellen das mal runter auf 1. So, und packen das jetzt in den Hintergrund. Flup, ist es noch im Vordergrund. Wir packen es in den Hintergrund. Und jetzt haben wir ein sogenanntes Backlight, das uns einfach diese schöne Linie hier außenrum gibt, die man gerne mal haben möchte. Packen mal eine schön oben drüber. Ihr könnt die Power halt, wie gesagt, anpassen. Ich packe die mal auf 2, dann habt ihr ihn sehr stark. Aber ihr seht schon, es blumt hier sehr stark. Und vielleicht wollt ihr nicht so viel Blumen haben. Deswegen gehen wir nochmal in Dingsterbumster rein, gehen auf Blumen und hauen dann den Radius ein bisschen runter. Nie ein bisschen runter. Intensity ein bisschen runter. Dann haben wir nicht mehr ganz so viel Blumen. Ihr könnt auch die Farbe des Lichts anpassen, wenn ihr wollt. Manche machen das gerne, dass der Hintergrund vielleicht ein bisschen blauer ist, während die Sonne an sich dann vielleicht ein bisschen gelber ist. Kann man machen, muss man aber nicht. Man sollte es auf jeden Fall nicht übertreiben. Ich übertreibe auch gerne in meinen Thumbnails, weil ich es liebe zu übertreiben. Mit Shift-D könnt ihr duplizieren und dann eine weitere Sonne hinzufügen. Dann haben wir so komplett außenrum. Aber ich würde sagen, hier machen wir es sogar nur weniger stark. Und damit steht dann eure Beleuchtung. Mich stört gerade, dass der Charakter nicht wirklich auf das Thumbnail guckt. Das kann man damit fixen, indem man einfach ihm ein neues Gesicht gibt. Aber ich werde euch kein Photoshop-Tutorial machen. Deswegen zeige ich euch nicht, wie ihr das Gesicht austauscht und werde mich helfen, indem ich den Kopf mehr in diese Richtung gucken lasse. Das Thumbnail ein bisschen größer mache. Und das muss dann reichen. Ihr könnt den Spaß, wenn er dann fertig ist, rendern, indem ihr F12 drückt. Dann wird es gerendert. Dauert je nachdem, wie stark euer PC ist, ein bisschen. Ihr seht, hier guckt immer noch die Hand durch. Stimmt, das wollten wir auch noch fixen. Dann fixen wir das einmal schnell. Wenn ihr euch wirklich sicher seid mit der Pose, dann könnt ihr die Sachen, die ihr fixen wollt, auswählen. Geht dann hier rechts auf diese Wrench, bei Armature auf den Pfeil nach unten und auf Apply. Und dann könnt ihr die Sachen anpassen, ohne dass sie von der Armature nochmal beeinflusst werden. Ich mache die Hand sogar ein bisschen kleiner, mache ein bisschen so. Wir sehen, hier guckt immer noch irgendwas durch. Ach, das ist diese Hand. Ja, wisst ihr was? Die mache ich weg, so. Löschen, ist mir egal. Ist nicht mehr da. Problem gelöst. Und wisst ihr was? Ich will das jetzt so hier schön drin haben, weil ich es kann. Weil ich es einfach kann, Leute. Und dann drücke ich nochmal F12, um es neu zu rendern. Und alle Kleinigkeiten, die einem nicht gefallen, die muss man dann im Blender anpassen. Wir haben endlich einen Render. Können das Ganze speichern, indem wir oben auf Image gehen. Dann Save As und dann speichern wir uns das einfach mal als Render. So, diese Vorschau können wir schließen. Habt ihr auch immer schon daran gedacht, zwischendurch Steuerung S zu drücken, wie ich es euch am Anfang gesagt habe? Wenn nicht, dann kann es sein, dass ihr vielleicht ab und zu ein bisschen Progress verloren habt. Aber wir drücken natürlich Steuerung S. Um es zu speichern, vielleicht müssen wir hier nochmal zurück und gehen jetzt rüber in das Bildbearbeitungsprogramm unserer Wahl, in meinem Fall Photoshop. In Photoshop erstellen wir eine neue Datei in der Größe 1920 mal 1080. Wenn ihr es ohne JPEG-Fraktale exportieren wollt, dann müsst ihr es in 720p machen. Mir sind die JPEG-Fraktale aber egal, deswegen mache ich es in Full HD. Gehe auf Erstellen und habe dann eine neue Photoshop-Datei. Den Hintergrund entsperre ich, indem ich hier raufklicke. Wie gesagt, in GIMP sieht es anders aus, in Paint müsst ihr malen. Probier es einmal mit Paint aus. Wir haben hier unseren Render. Ich gehe auf Öffnen mit und wähle dann aus Paint. So, jetzt haben wir hier Paint.
Wunderschön. Und jetzt müsst ihr den Rest malen, weil in Paint gibt es keine Ebenen. Aber theoretisch könnt ihr es auch in Paint machen. Dann hier einfach sagen, ja, wir malen jetzt im Hintergrund mit einem richtig dicken Pinsel. Wird anstrengend. Ihr könnt theoretisch hier auch einfach alles übermalen. Ich wähle mir als Hintergrundfarbe so ein schönes Blau aus. Keine Kontur. Gehe dann hier rauf und dann sage ich erstmal wusch und geduscht. Dann machen wir noch ein Dreieck. Aber diesmal kriegt das Dreieck als Farbe ein schönes Grün. Wusch und geduscht. Ein bisschen länger ziehen. Ja, yeah. Muss es noch länger ziehen. Kriege ich es eigentlich noch länger? Ja, klar kriege ich es noch länger, wenn ich so mache. Dann haben wir das so. Kann ich die Farbe nochmal währenddessen ändern? Ist ein dunkleres Grün? Ja, kann ich sogar. Oh mein Gott, Paint ist so gut. So, und jetzt, wo ich das gemacht habe, ziehe ich das Bild nochmal rein. So, dann haben wir jetzt unser Thumbnail fertig und können das exportieren. Oder wir machen das Ganze einfach mal in Photoshop, wo es ein bisschen leichter ist, sowas hier zu gestalten. Zumindest, wenn man sich ein bisschen mit Photoshop auskennt. Da ziehe ich natürlich auch meinen Render rein. Wunderbar. Bin jetzt schon der Meinung, wir müssen das hier anpassen und vielleicht auch ein bisschen so machen. Wir kümmern uns um den Hintergrund. In unserer Vorlage habe ich so einen Hintergrund gemacht. Kann ich hier eigentlich auch direkt so kopieren, wie es ist. Und einsetzen. Ja, ja, ist in Ordnung. Dann haben wir schon mal unsere Vorlage. Und das soll dann die Wiese sein, der Rest soll der Himmel sein. Für den Himmel könnt ihr einfach was Blaues malen, Verlauf machen oder ihr sucht bei Google Bilder einfach einen hübschen Himmel raus. Kopiert ihn, setzt ihn ein, skaliert ihn und positioniert ihn so, wie ihr ihn haben wollt. Der Himmel ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, weil wir hier so viel Wolken haben. Vielleicht, wenn wir ihn irgendwie verschieben, sonst würde das so, glaube ich, nicht funktionieren. Vielleicht doch eher sowas, ein bisschen weniger Wolken. Dann könnt ihr euch bei Google natürlich irgendwie noch eine Wiese raussuchen. Probier es mal mit der hier. Das ist natürlich viel zu klein, aber es ist auf dem Thumbnail im Hintergrund. Dementsprechend könnte es sogar in Ordnung sein. Wenn ich Alt gedrückt halte und zwischen die Ebenen klicke, habe ich eine Clipping Mask. Dann sehen wir, sieht das so aus. Und das ist irgendwie nicht so cool. Dementsprechend skaliert es doch mal ein bisschen kleiner. Kann man nochmal gucken, wie man es am besten haben möchte. So kann man das ungefähr machen. Die Clipping Mask mache ich mal wieder weg. Und dann werde ich stattdessen das hier einfach wegradieren. Weil somit kann ich hier so ein bisschen Gras überstehen lassen. Ist natürlich auch nervig, wenn man das so macht. Aber damit sieht die Auswahl ein bisschen besser aus. Aber verrennt euch hier nicht in Details und sitzt nicht ewig daran, das Gras hier perfekt aussehen zu lassen. Das ist der Hintergrund vom Thumbnail. Ein Thumbnail ist super klein und das schaut sich am Ende niemand so genau an. Und wenn sich das jemand genau anschaut, dann hat das keine Auswirkungen auf die Performance eures Videos. Also guck mal, wenn wir rauszoomen, sieht das sogar gut aus. Und das, obwohl, wenn man ranzoomt, komplett blöd aussieht. Und das wird auch genauso gut aussehen, wenn ihr einfach nur so ein bisschen hier einfach diese harte Barriere brecht. Das ist alles, worauf es ankommt. Harte Barriere ist gebrochen. Vom Weiten sieht es gut aus. Noch ein bisschen zu hart. Vielleicht müssen wir hier noch ein bisschen was abrasieren. Ist in Ordnung. Gehört nun mal dazu an manchen Stellen. Und fällt es noch auf von der Distanz? Nee. Sehr gut. Das hier können wir also wegmachen. Wir haben unseren Charakter vor einer Wiese, vor einem schönen Hintergrund. Die Beleuchtung ist aber irgendwie nicht glaubhaft, weil einfach zu hell beleuchtet ist. Überall. Es gibt keine richtigen Schatten. Das kommt einfach davon, wenn man alles schön bright haben möchte, Luis. Das können wir aber korrigieren, indem wir über die Korrekturen gehen, eine Tonwertkorrektur zu unserem Charakter hinzufügen, hier die Clipping Mask anmachen, dann einfach das so weit reinziehen, wie es noch gut aussieht und nicht zu sehr klippt. So. Aber es ist einfach grundsätzlich zu flach. Es sind einfach kaum Details für Schatten vorhanden, aber besser so als so, ne? Manchmal hilft einem auch einfach nur eine Kurve, wenn man es noch extremer machen möchte, ohne dass es zu geklippt aussieht, aber viel mehr ist da wohl nicht drin. Um jetzt so eine lustige Kontur um den Charakter herum zu bekommen, könnt ihr ihn als Backup erstmal duplizieren und macht dann Doppelklick drauf und fügt dann eine abgeflachte Kante und Relief hinzu und die ist bei mir so eingestellt wie hier und das kann man an sich schon so lassen, nur dass man vielleicht die Größe ein bisschen verringert. Das muss ja nicht so extrem sein. Wenn ihr eine harte Kante haben wollt, dann müsst ihr halt weich zeichnen, komplett runternehmen, Tiefe komplett hochstellen und dann auch bei den Farben hier einfach plain weiß nehmen. Bei dem Ding plain schwarz nehmen, dann habt ihr das. Vielleicht den Modus von Linear Abwedeln zu Linear Nachbelichten ändern, dann habt ihr das sogar so rum. Aber ich bin schon Fan davon, wenn es ein bisschen weich gezeichnet ist und dafür ein bisschen weniger Tiefe hat und ein bisschen mehr. So, das sind jetzt meine Settings dafür, die könnt ihr gerne so übernehmen. Wenn ihr eine Kontur hinzufügen wollt, dann klickt ihr hier unten auf das Ding, dann auf Kontur. Dann habt ihr eine Kontur, die ist dann schwarz, die sollte natürlich nicht nach innen, sondern nach außen gehen. Perfekt. Wenn ihr eine Schwarz-Weiß-Kontur haben wollt, dann fügt ihr noch eine zweite Kontur hinzu, indem ihr hier auf das Ding klickt. Wählt dann als Farbe für die erste Kontur ein Weiß, blub, und macht die Größe ein bisschen kleiner. Und dann habt ihr eine Schwarz-Weiß-Kontur. Ihr könnt aber auch eine Weiß-Schwarz-Kontur machen, indem ihr einfach hier Schwarz auswählt und hier Weiß auswählt. Kann man auf jeden Fall auch machen. Das sind die Möglichkeiten, die ihr habt. Vielleicht ein bisschen größer. So. Das sind so die Styles, die man gerne mal auf Roblox Thumbnails sieht. Warum habe ich das jetzt dupliziert? Weil wir vielleicht noch mehr verschiedene Sachen machen möchten. Dafür können wir hier auf Mischoptionen gehen.
und die Flächendeckkraft runterhauen und dann sieht man einfach durch das Ding durch, dann ist es durchsichtig und man nutzt es als Overlay. Ich schlage vor, dass ihr das hier immer nach ganz oben zieht, dann diese beiden Effekte auswählt, auf ihn applied und dann habt ihr hier an, aus, an, aus. Wir haben den Ebenenstil einfach auf einer Ebene gebündelt und können dem darunter jetzt einen eigenen Ebenenstil geben mit einer eigenen abgeflachten Kante und Relief. Aber die können wir anders einstellen. Zum Beispiel können wir hier die Größe sehr viel höher stellen, Weichzeichnung auch sehr viel höher stellen, die Tiefe sehr viel niedriger stellen. Wir können auch statt globales Licht verwenden, eigenes Licht verwenden, das vielleicht von da kommen lassen. Können dem Ganzen wieder irgendeine Farbe geben, zum Beispiel von da kommt ein bisschen so ein Licht. Von der anderen Seite kommt ein dunkles Blau, ein bisschen höher machen, dann seht ihr, haha. Und dann geben wir dem ganzen Ding nochmal wieder ein bisschen Tiefe. Ihr seht, vorher, nachher. Das ganze Ding hat Tiefe bekommen, kann man so machen. Man kann es aber auch übertreiben, also ich stelle die Größe ein bisschen niedriger, Weichzeichnen bleibt hoch, Tiefe auch ein bisschen niedriger, so. Und damit haben wir einen neuen Ebenenstil erschaffen, den man auch so verwenden kann, wunderschön. Jetzt haben wir immer vorher, nachher kann ich so nicht zeigen, ich kann vorher, nachher zeigen, wunderschön. Aber irgendwie sieht das alles noch nicht so vollständig aus. Es sieht nicht so aus, als ob es zusammenpasst. Es muss noch irgendwie zusammen gefused werden. Und dafür brauchen wir Schattierungen. Die können wir eigentlich einfach malen. Wir können den Typen hier nochmal duplizieren. Machen hier den Effekt klein. Hier machen wir den Ebenenstil weg. Dann werden wir eine neue Ebene machen. Füllen sie mit Schwarz. Machen Clipping Mask und dann so. Und dann haben wir einen Schatten seiner selbst geschaffen. Mit Steuerung T können wir es sehen. Blub, da ist der Schatten seiner selbst. Und jetzt können wir Steuerung gedrückt halten, das Ding hier verschieben und einfach hier unten den Schatten hin projizieren. Das Licht kommt von da, also müsste der Schatten in diese Richtung fallen. So, das Ganze zeichnen wir dann einmal weich. Filter, Weichzeichnungsfilter, Gaußscher Weichzeichner und schön hochstellen. So, dann Ebenenstil hauen wir einfach auf linear nachbelichten. Wenn es uns zu extrem ist, hauen wir die Deckkraft ein bisschen runter. Dann haben wir schon mal einen Schatten hinzugefügt. Sieht aber immer noch nicht wirklich cool aus. Es sieht jetzt ein bisschen glaubhafter aus, aber das war noch nicht alles. Wir können jetzt eine neue Schattenebene hier hinzufügen, machen eine Clipping Mask auf das Gras und malen jetzt einfach mit einem großen, weichen Pinsel, bei dem die Deckkraft schon niedrig ist, mit dem Ebenenstil linear nachbelichten. Oder wir können auch den Ebenenstil weiches Licht verwenden. Hier einfach ein bisschen drüber und geben dem ganzen Ding ein bisschen mehr Tiefe. Aber nur hier hinten an der Kante. Weiches Licht ist nicht extrem genug, deswegen nehme ich mal linear nachbelichten. Ihr seht, dann ist es schon ziemlich extrem. Ich radiere mal mit E wieder ein bisschen was weg, dass es nur da an der Kante ist. Aber ich stelle es auch wieder auf weiches Licht, weil weiches Licht in der Regel ein bisschen besser aussieht. Und dann können wir das Ganze mit Steuerung J ein paar Mal duplizieren, dann wird es auch stärker. Und ich werde auch bei dem anderen Schatten auf weiches Licht umstellen. Die Deckkraft einfach höher stellen und dann passt das schon. Der Himmel hat auch seine eigenen Problemchen, zum Beispiel kommt das Licht von da, aber wir sehen gar nicht, dass das Licht von da kommt. Das ist ein bisschen verwirrend. Wir könnten eine Sonne hinzufügen, aber eine Sonne ist ein weiteres Element, was eigentlich nur stört. Wir könnten eine Sonne aber auch vortäuschen, indem wir wieder auf weiches Licht gehen. Ein sehr helles Orange-Gelb nehmen und mit einem großen weichen Pinsel genau das gleiche machen, dass wir hier einfach so einen Lichtschein hinzufügen und dann wirkt es ein bisschen so, als ob wir von hier aus eine Lichtquelle hätten, die was machen möchte. Wir können das Ganze duplizieren mit STRG J und dann ist es ein bisschen stärker und STRG J und dann ist es noch stärker, aber irgendwann hat man es auch übertrieben. Den Kontrast können wir dann natürlich auch noch erhöhen, indem wir weitere Ebenen hinzufügen, indem wir das gleiche mit einem dunklen Blau machen, das fast schon schwarz ist. Natürlich Ebenenstil wieder weiches Licht, blub blub blub. Und so passt man dann die Beleuchtung mit der Zeit langsam ein bisschen an. Aber wir haben halt immer noch das Problem, dass der Charakter ziemlich flach ist. Am Ende kann man das Ganze natürlich einfach fixen, indem man wieder zurück in Blender geht und dort die Beleuchtung anpasst, dass sie dann ein bisschen besser aussieht. Ich werde das jetzt aber nicht machen, weil ich zu faul bin und werde stattdessen für den Charakter einfach so ein bisschen Shading noch raufklatschen. Hier unterm Kinn brauchen wir Shading. Unter den Haaren auf jeden Fall muss es dunkler sein. Hier auch ein bisschen dunkler. Klar, auf der Rückseite immer ein bisschen dunkler. Unter den Achseln natürlich. Unter den Armen, da wo das Licht halt nicht hinkommt und vor allem auch da, wo es nicht so wichtig ist, dunkler machen, damit die Stellen, die wichtig sind, später heller gemacht werden können. Jetzt haben wir ihn nur dunkler gemacht, wir wollen ihn aber an anderen Stellen noch heller machen, deswegen nehmen wir hier ein helles Ding und geben ihn an den Stellen, an denen er heller soll, ein bisschen heller, damit er glücklich wird. Jetzt haben wir einen dunkler Heller, einfach einen Kontrast erhöht, ziemlich stark sogar erhöht. Wir können ihn noch stärker erhöhen, indem wir STRG J drücken, aber dann wird es irgendwann zu viel. Aber so haben wir den Kontrast von unserem Charakter auf jeden Fall auch erhöht. Und das ohne uns zu viel Mühe zu geben. Und am Ende gefällt es euch vielleicht nicht, dass die Outlines nur Outlines sind und keine rübergehen. Es sieht gar nicht aus wie gezeichnet. Na gut, wenn es nicht aussieht wie gezeichnet, dann müsst ihr es halt zeichnen. Also stellen wir den Pinsel wieder auf normal, so wie er sein soll. Und dann zeichnet ihr einfach ein paar weitere Linien rüber. Ihr könnt hier oben die Glättung auch höher stellen, damit es ein bisschen leichter fällt, mit der Maus zu zeichnen. Dann macht ihr das einfach, weil gut Ding will Weile haben. Ihr könnt theoretisch auch hier so ein bisschen mit einem Radiergummi wegradieren. Dann sieht es ein bisschen mehr aus wie gezeichnet. Kann man alles so machen. Aber das ist nicht mal
Schwarz, oder ist das schwarz? Doch, das ist schwarz. Ja, dann auch noch so ein bisschen. Flup, flup. Hier dann noch ein bisschen. So, flup. Einfach rübermalen. Muss nicht perfekt sein, weil Imperfektionen sorgen ja dafür, dass etwas handgemacht aussieht. Was es ja auch ist. Es ist handgemacht. Spricht das Auge an. Das ist schön. So. Okay, so sieht der Finger ein bisschen fett aus. Vielleicht machen wir ihn hier ein bisschen dünner an der Stelle. Das hat es nur schlimmer gemacht. Müssen wir damit leben. Dann ist das jetzt so. Ich glaube, den Finger nehme ich wieder zurück. Den wollen wir nicht haben. Vielleicht auch nur den Finger hier oben. Und dann natürlich noch hier so ein bisschen. Hier so ein bisschen. Und hier so ein bisschen, um den Kontrast zu unterstreichen. Und dann haben wir nochmal ein paar Outlines geaddet. Und die das ganze Ding nochmal ein wenig abrunden. Dasselbe könnt ihr dann auch mit Lichtern machen. Und theoretisch nochmal eine Ebene drunter machen, in der ihr das gleiche mit Weiß macht, in der ihr hier einfach ein paar Lichter addet, könnt ihr machen. Mache ich aber nicht, ist mir zu anstrengend. Ich meine, eigentlich sollte ich mir schon die Mühe machen, weil es wird am Ende mein Thumbnail und am Ende klickt ihr nicht rauf, wenn ich es nicht ordentlich mache, aber bäh, gar keine Lust. Das Thumbnail hier, das poppt nicht genug, dementsprechend machen wir hier jetzt einmal noch eine Gradationskurve, drücken Steuerung I, wählen dann nur den Bereich aus, der poppen soll, soll das hier drin sein und dann ziehen wir den Kontrast einfach sehr viel stärker. So, Kontrast ist stärker, es poppt, sehen wir harte Kanten, ich sehe keine harten Kanten, vielleicht liegt es auch, ah doch, hier sind harte Kanten, sieht man ein bisschen in meinem Bildschirm, das können wir auch abweichen, so. Ein weicher zeichnen hier. So, und die harten Kanten sind verschwunden. Zumindest auf den ersten Blick. Das muss reichen. Die Farbe vom Gras gefällt mir nicht. Also passe ich die auch nochmal ein bisschen an. Hier so eine Tonwertkorrektur. Vor allem Sättigung sehr viel höher stellen. Dasselbe mache ich hier unten dann nochmal mit dem Himmel. Wir sehen, es ist hier ein bisschen zu viel an manchen Stellen. Müssen an manchen Stellen auch ein bisschen zurückfahren. Auch die Sättigung von Conny können wir ein bisschen höher stellen. Bei Sättigung macht Klicks und am Ende gehen wir auf die oberste Ebene, drücken STRG, SHIFT, ALT und E, um alles zusammenzufügen und können hier dann nochmal ein bisschen Color Grading oben hinzufügen. Ihr seht, STRG, SHIFT, ALT, E übernimmt irgendwie nicht alles so hundertprozentig. Warum? Weiß niemand, aber das ist egal, weil wir machen jetzt eh nur Color Grading mit STRG, SHIFT und A, weil am leichtesten ist es immer noch mit Camera Raw. Da könnt ihr hier einfach durch die Einstellung durchgehen, gucken, was gefällt euch am besten. Ich hätte hier schon gerne was Wärmeres, weil wir eine Sonne eingebaut haben, was ursprünglich gar nicht geplant war. Und bevor ich das mache, oh, mir fällt gerade was Wichtiges ein, was ich vergessen habe. Das vergesse ich auch ständig. Wenn man so einen Hintergrund hat, dann will man den eigentlich auch weich zeichnen. Also gehen wir mal unter Conny runter. Also blenden wir einfach mal Conny aus und alles, was zu Conny dazugehört. So, dann müssen wir hier nur den Hintergrund haben. Drücken hier einmal STRG-SHIFT-ALT-E. Dann Filter, Weichzeichnungsfilter, Gauscher Weichzeichner. Und dann wollen wir es halt ein bisschen weich zeichnen, damit es nicht zu scharf ist. Wir können Conny und so wieder einblenden, weil dann sehen wir immer, wie es zusammen aussieht, wenn wir den Weichzeichner verwenden. Und ich habe vielleicht ein bisschen zu realistisches Gras genommen. Theoretisch könnt ihr den Hintergrund und den Vordergrund auch separat mit STRG-SHIFT-A bearbeiten. Das lohnt sich manchmal sogar. Wenn ich das so mache, so, haben wir jetzt einen unscharfen Hintergrund, bei dem das Grün noch nicht so ganz poppig ist, aber das können wir ja gleich bearbeiten, indem wir oben nochmal STRG-SHIFT-ALT-E, STRG-SHIFT-A machen. Und dann hier anpassen, was wir wollen. Ich bin persönlich ein Fan davon, es ein bisschen zu übertreiben. Nur ein bisschen. Beim Ende können wir die Deckkraft ja wieder runterstellen. Also, was heißt können? Ich werde das sogar immer machen. Die Frage ist, was will man eher? Klarheit oder wenig Klarheit? Beides hat irgendwie coole Effekte. Ich kann mich nie entscheiden. So, die Farben vom Grün können wir anpassen, indem wir in den Farbmischer gehen. Farbton Grün dann auswählen und dann können wir das ein bisschen schieben, dass es eher so ein Grün wird. Die Sättigung sowieso erhöhen, stark erhöhen. Ein bisschen rauszoomen, damit man sieht, wie sehr es Auswirkungen hat und die Luminanz auch nochmal erhöhen. Unten bei der Optik könnt ihr eine Vignette hinzufügen. Die zieht nochmal den Fokus in die Mitte, aber eigentlich sollte der Fokus ja hier und hier sein. Das ist ja auch egal. Wir drücken OK, um das Ganze zu bestätigen. Das ist jetzt die Änderung. Vorher, nachher, vorher, nachher. Hat es auf jeden Fall mehr zusammengezogen. Ich würde sagen, wir machen die Deckkraft ein bisschen niedriger. Dann haben wir vorher, nachher. Und die Stellen, die einem nicht gefallen, die kann man dann auch wieder wegradieren, theoretisch. Zum Beispiel gefällt mir eigentlich die Ecke hier oben ganz gut, so wie sie ist, weil es dann mehr Kontrast hat. So, das war jetzt praktisch ein Roblox-Thumbnail. Ich persönlich finde das Thumbnail jetzt gar nicht mal so nice, aber ihr könnt ja ein besseres machen. Die wichtigsten Sachen habe ich euch gezeigt. Das Ganze exportieren wir, indem wir exportieren, exportieren als gehen. Und dann beim Format wählen wir JPEG, weil PNGs sind in der Regel so um die 2 Megabyte groß und YouTube erlaubt für Thumbnails maximal 2 Megabyte. Und wenn wir es als JPEG exportieren, ist es ein bisschen kleiner. Wir können auch immer noch die Qualität schön weit oben lassen und sind dann trotzdem unter 2 Megabyte in der Regel. So, das Thumbnail haben wir jetzt hinter uns und ich werde 100.000 Sachen nicht gezeigt haben, die irgendwelche Leute von euch wissen wollen, weil zu diesem Thema einfach 100.000 Sachen dazugehören. Aber die Aufnahme hier dauert jetzt schon 2 Stunden
Und ich finde, irgendwo muss ein Schlussstrich gezogen werden. Ich hoffe, du bist zufrieden, Louis. Louis wird sich das Tutorial vielleicht nicht mal anschauen, weil er, wenn das Video online ist, sowieso gar kein Interesse mehr an dem Thema hat. Ich hoffe, es hat wenigstens ein paar Leuten von euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Könnt euch auch gerne das Video anschauen, das hier eingeblendet wird. Oder mir einfach mal ein bisschen Geld da lassen. Würde mich freuen. Bis dann und ciao!